Wenn der Sportfliegerclub Austria in Wiener Neustadt zum alljährlichen Grillfest einlädt, gibt es immer viel zu erzählen. Aber nicht nur das. Auch für Gäste wurde der Hangar geöffnet und man konnte so manches Schmuckstück an Flugzeugen bewundern, die dort eingestellt sind. Unser Grillfest ist heuer eigentlich eine Vorausfeier für das bestehende 100-Jahr-Jubiläum vom Flugplatz selbst und auch gleichzeitig vom 40-Jahr-Jubiläum des Sportclubvereins SFCA. Und heute, wie gesagt, haben wir die Absicht, unseren Mitgliedern einen freudigen Abend mit Speis und Trank zu präsentieren. Und ja, Mitglieder sind ca. 60, 70. Darf man sich das jetzt vorstellen? Wer darf jetzt alle fliegen? Wie viele Flugzeuge stehen zur Verfügung? Ja, zur Verfügung haben wir unsere Schulungsflugzeuge. Das sind also 4 Apparate. Und die den Flugschein haben, also das heißt PPL haben, können als Mitglieder diese Flugzeuge jederzeit benutzen. Und wenn das Wetter passt, ist also hier reger Flugbetrieb. Und heute gibt es also nur Schnupperflüge mit dem Fluglehrer, weil es sind einige Herrschaften gekommen, die sich nur fürs Fliegen interessieren, aber noch keinen Flugschein haben. Es wird hier nicht nur geflogen, sondern es wird auch heute gegrillt. Was gibt es denn Gutes? Also wir haben Bratwürstel, wir haben Käsekräne und wir haben Kotelett und Bratkartoffeln und natürlich auch so Aufstriche wie Liebtauer. Dann haben wir natürlich auch noch diverse Süßigkeiten dort und wir sind bestens versorgt. Fliegen Sie denn selber? Haben Sie eine eigene Maschine? Nein, wir haben hier 3 schöne Vereinsmaschinen, mit denen ich fliege, oder 4 haben wir eigentlich, und das reicht mir. Denn das ist so wie mit dem Auto, nicht? Einmal will man gerne einen Sportwagen haben und dann will man was Komfortables, nicht? Und die kann man keine 2 Flieger leisten. Dieses Flugzeug, was wir hier im Hintergrund sind, gehört nicht zu euch, aber es ist etwas ganz Besonderes. Ja, das ist eine Cessna 150. Die Maschine wird heuer 50 Jahre alt und hat einen speziellen Flugmotor, der vom Österreicher Oskar Westermeier entwickelt worden ist. Von der Type gibt es jetzt noch weltweit 2 Flugzeuge, die im Einsatz sind. Was erlebt man so alles in der Fliegerei? Viel. Wenn Sie, was ich so ungefähr wie bei mir, ja, bald 100.000 Landungen haben und alle Schüler, viele Schüler durch die Hand gegangen sind, dann müssen Sie wirklich mit Herz und Liebe bei der Materie sein. Das ist nicht nur mit mechanischen Fliegen, mit manuellen Fliegen, sondern in der Theorie, weil sie haben eine Verpflichtung, dass der wieder gesund runterkommt. Was macht die Faszination aus, mit so kleinen Maschinen zu fliegen? Ja, bei mir hat es schon relativ früh begonnen. Mein Gartennachbar, wo ich aufgewachsen bin, der ist auch schon im Zweiten Weltkrieg geflogen. Der hat dann in den 70er Jahren den Pilotenschein neu gemacht. Da bin ich mit seinem Sohn auf einem alten Opel Caravan gesessen und hat ihm immer zugeschaut, wie er dort seine Ausbildung gemacht hat. Und so habe ich halt die Liebe zur Fliegerei halt entdeckt.